Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zu der nächsten Analyse meines Intro-Battles. Und heute geht es um das Battle zwischen Clay's Graphics und Ryuka. Okay, dann kommen wir gleich mal zum User-Voting. Und zwar hat das Ryuka mit 2 Likes Vorsprung gewonnen. Und somit bekommt Ryuka die 3 Punkte und Clay's Graphics nur 2. Den Musikpunkt bekommen auch beide, das geht auf jeden Fall völlig klar. Und bei den Effekten bekommen beide 2 Punkte, da sie halt beide wirklich nur die normalen Effekte wie in jedem anderen normalen Standard-Intro benutzt haben. Allerdings haben die Effekte sehr gut benutzt, also zum Beispiel der Shake sieht sehr gut aus. Und deswegen 2 Punkte von 4, weil es halt wirklich nichts Besonderes ist von den Effekten her. Auf die Atmosphäre würde ich Clay's Graphics 3 Punkte geben, da mir die Partikel und der Smoke wirklich sehr gut gefallen haben. Ist mal was bisschen anderes zumindest und deswegen eben die 3 Punkte. Ryuka bekommt 2 Punkte, weil er wirklich nur die Standard-Smoke-Partikel genommen hat. Ja, aber sieht gut aus, deswegen 2 Punkte. Ein Special-Punkt bekommt Ryuka. Ihr könnt euch sicher schon denken, warum. Es ist eben wegen der Animation, die er am Ende noch gemacht hat. Soweit wie ich es weiß, hat er dieses Monster nicht selber modelliert, aber er hat es eben selber animiert. Und ja, für die Idee und für die Umsetzung auf jeden Fall ein Special-Punkt. Okay, kommen wir nun zur Kreativität. Clay's Graphics hat ein paar Splines genommen und die Effekte der Shake waren ein bisschen anders umgesetzt. Da war so ein bisschen stärker, aber trotzdem ganz gut. Und ja, deswegen 3 Punkte, weil es halt auch nichts wirklich Besonderes war. Ryuka bekommt 5 Punkte für die Kreativität. Zum einen wegen den Ketten im ersten Part des Intros und nochmal auf jeden Fall wegen dieser Animation. Und auch wegen der Zweiteiligung des Intros. Ja, deswegen volle Punktzahl für Ryuka bei der Kreativität. Bei der CC bekommt Clay's Graphics 2 Punkte, weil ich finde, die CC haut jetzt nicht so richtig rein, ist auch ein bisschen dunkel. Ja, gefällt mir jetzt nicht unbedingt so doll. Ryuka bekommt 3 Punkte, weil mir bei beiden Parts die CC sehr gut gefällt. Im ersten so dunkel, also sehr kontrastreich, ist aber trotzdem sehr geil. Und im zweiten Part ist das alles so auch so ein bisschen dunkler gehalten und zu diesem Monster eben so angepasst. Genau, beim Render bekommt Clay's Graphics 2 Punkte, weil er eine gute C4D-Sync gemacht hat. Die Materials gefallen mir auch sehr gut. Dann hat er noch so ein paar Splines reingebracht. Also, ja, 2 von 3 Punkten gehen da klar. Ryuka bekommt beim Render 3 Punkte, eben auch wegen der Animation vor allem. Auch weil er diese Ketten mit eingebracht hat. Die Materials sehen auch richtig geil aus. Deswegen 3 Punkte. Okay, und dann kommen wir auf ein Endergebnis von 15 zu 20 für Ryuka. Und damit ist er eine Runde weiter. Dann würde ich sagen, guck mal bei den beiden vorbei. Machen beide sehr gute Intros. Und ansonsten erfahrt ihr jetzt noch, wer als nächstes battelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Okay, Leute, in der nächsten Runde battlen dann Dex Graphics gegen Anubarts.